Hallo und willkommen in der Lifestyle Corner. Unser heutiger Studiogast arbeitet als Fotograf für deutsche und internationale Tuning-Magazine. Willkommen im Studio, Jordi Miranda. Hallo. Jordi, wie bist du dazu gekommen, Automobilfotograf zu werden? Sagen wir mal, ich habe mal damals sehr gern fotografiert. Und das Fahrzeug wurde zumindest, wo ich 18 Jahre alt wurde und auch einen Führerschein hatte, wurde natürlich auch ganz schnell zu meinem Hobby. Und so habe ich irgendwann mal beschlossen, das Ganze zusammenzuschmelzen. Also das war ein Berufswunsch schon von vornherein oder hattest du erst irgendwas anderes im Kopf gefallen? Ich hatte erst mal hier und da mal gearbeitet und mir die Welt so ein bisschen angeschaut, was mir eventuell Spaß machen könnte. Und eigentlich doch nie so das gemacht oder gefunden, was ich machen wollte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch das, was dir Spaß macht. Bilder und halt vielleicht auch von Fahrzeugen. Und so ist das quasi alles dazugekommen. Also dein Hobby zum Beruf gemacht in dem Richtig, Sinne. Ja. Und was reizt dich dabei am meisten? Sehr oft ist es so, dass man Autos zu Gesicht bekommt, die man so im normalen Leben gar nicht sehen würde oder sehr selten Exemplare gibt. Und wenn man dann diese auch fotografieren darf, dann ist man schon irgendwo hier und da mal ein bisschen stolz drauf. Gibt es denn irgendwie ein sogenanntes Lieblingsfotoshooting, wo du sagst, wow, das war ein ganz tolles Auto oder das war eine ganz exklusive Location? Ja, also ich mache gerne so oft Sachen, die andere nicht machen. Ich nehme ja gerne die Zeit dafür und wir haben schon mal Fahrzeuge im Hafen in Spanien war das fotografiert, wo wir den auf eine Metallplatte drauf gefahren haben und dann quasi mit dem Kran ins Wasser rein, natürlich nur bis zu den Rädern. Okay. Und beim Hochziehen, dann fließt das Wasser so runter. Das war natürlich sehr schön. Oder auch in der Eissporthalle auf dem Eis mit einer Eishockey-Mannschaft. Das fand ich schon ganz interessant. Und wie kommt man an solche Locations? Geht das dann wirklich selbst über die Bekanntschaften, die Connections, die man selbst hat? Oder stecken da größere Firmen hinter? Ja, natürlich Beziehungen spielen natürlich aber auch eine sehr große Rolle. Im Ausland ist es eher viel leichter, da reinzukommen. Sei es jetzt im Stadion reinzukommen oder in den Schwimmbad zu fotografieren. Hier in Deutschland ist alles ein bisschen problematischer, weil man oft Genehmigung braucht und. Und wenn die Leute hören, ach, Fahrzeug, und naja, um Gottes Willen wollen wir nicht. Aber trotzdem gibt es jede Menge Kunden, die den einen oder anderen kennen. Und dann können wir auch schon mal am Flugplätze oder Flughafen fotografieren. Und das soll mir natürlich ganz recht sein. Arbeitest du denn hauptsächlich für diese ganzen Tuning-Fachzeitschriften oder auch für den Privatmann? Für den Privatmann natürlich auch, das ist aber eigentlich sehr selten. Das kommt vielleicht zwei bis dreimal höchstens im Jahr vor, wo mich hier wirklich jemand privat anruft und sagt, hör mal, ich habe da mal eine alte Cobra stehen, ich möchte mal anständige Bilder von haben. Hauptsächlich sind das Fahrzeugveredler, sogenannte Tuner oder halt eben die Magazine alle. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Privatmann dich anrufen möchte und sagen würde, ich hätte Interesse, was wäre da für eine Preisspanne für so ein Fotoshoot, für so ein exklusives Fotoshooting mit dir, mit dem Fahrzeug? Gut, ich sage immer, die Preise beginnen ab 450 Euro netto. Nach oben ist natürlich alles offen, je nachdem, was er für eine Location haben will, was für Aufnahmen. Fahraufnahmen berechne ich meistens immer extra. Und wenn er jetzt natürlich das Auto in Dubai fotografiert haben möchte, dann dementsprechend wird das Ganze ja auch viel teurer, weil wir alle dorthin fliegen müssen, das Auto muss transportiert werden und. Aber das ist eher selten der Fall. Okay. Hattest du denn, also was mich interessieren würde, ob du schon mal ein Auto fotografiert hast von einem Star? Von einem Star? Habe ich das? Ich denke, nicht wirklich, aber jeder kennt ja den Film hier Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage. Dieses Fahrzeug, dieses Shelby GT Eleanor. Es soll angeblich nur 3 Stück auf der Welt von geben. So ist mir das zumindest gesagt worden, zumindest mit diesem Breitbausatz und. Und eins davon habe ich mal abgelichtet. Okay, das ist ja zumindest schon mal was. Ich hoffe. Kann nicht jeder sehen. Das stimmt. Hast du denn noch so einen Überblick, wie viele Fahrzeuge du schon fotografiert hast, vor der Linse hattest? Oder sind das schon so viele, dass man das gar nicht mehr zählen kann? Man kann das ja nur so in etwa schätzen. Ich mache das Ganze so 12 Jahren und wenn wir jetzt einen realistischen Durchschnitt nehmen, dann sieht man bestimmt ganz locker ab oder mindestens 1500 Fahrzeuge. Okay, das ist schon eine ganze Zahl. Ja. Du, Fahraufnahmen, ich sehe jetzt öfters mal Fahraufnahmen in den Fachzeitschriften. Was steckt dahinter? Was für eine Arbeit? Also ist das wirklich so leicht oder gibt es da spezielle Funktionen, die man an Fahrzeugen anbringen muss oder ist das dann wirklich nur dieses nebeneinander herfahren? Was steckt dahinter? Man kann sie natürlich leicht und aber auch aufwendig machen. Das sind eigentlich meine Lieblingsaufnahmen, weil die vermitteln halt immer viel Dynamik und Auto ist nun mal ein Fahrzeug, ja, Fahrzeug, der fährt nun mal und deswegen habe ich da sehr viel Spaß dran. Man kann aus verschiedenen Perspektiven Fahraufnahmen machen. Man kann wirklich ganz simpel nebeneinander fahren mit dem Auto versetzt und wirklich aus dem Fenster fotografieren.
Man kann auch mit einem Spezialstativ arbeiten und am Fahrzeug selbst verbauen. Und also da kommen ganz nette Sachen mal raus. Und das ist oft so, dass die Leute sagen, das ist kein echtes Bild. Und ich sage, doch, das ist ein echtes Bild. Das geht halt eben nur, wenn die Kamera am Fahrzeug selbst befestigt wird, der auch abgelichtet werden soll. Okay, letzte Frage. Es gibt so viele unterschiedliche Fahrzeugtypen. Muss man was berücksichtigen bei den jeweiligen Fahrzeugen oder lässt sich jedes Auto gleich fotografieren? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt jedes Auto muss anders fotografiert werden. Man muss immer durch den Sucher gucken von der Kamera und schauen, wie stelle ich das Auto am besten hin, dass es am besten wirkt. Es gibt Autos, die ich persönlich sehr schwierig finde, so wie Mercedes CLS. Der ist sehr lang und da finde ich selten eine Perspektive, die mir auch wirklich gut gefällt, weil das Auto irgendwie wirkt das nicht. Jordi, dass du ein Profi hinter der Kamera bist, das weiß ich. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal zum Doc in die Gaming Area, denn er wartet da mit einer neuen Herausforderung auf dich und da bin ich gespannt, wie du diese meistern wirst. Gut, ich lasse mich gerne überraschen. Jordi, herzlich willkommen in der Gaming-Area. Du warst ja eben bei Nancy auf der VIP-Couch gewesen. Bevor es losgeht, ich hab da die ein oder andere Frage an dich, was mich brennend interessieren würde. Jordi, ist das ein typisch deutscher Name? Nein, der Name kommt ursprünglich aus Spanien. Genau genommen ist das ein katalanischer Name. Sehr typisch für Barcelona, also Katalonien, die Ecke dort, wo ich eigentlich aufgewachsen bin. Und irgendwann mal auch mit 17 Jahren bin ich quasi dann nach Deutschland rübergezogen. Und deine Eltern leben aber noch in Spanien? Richtig, ja. Jordi, du weißt, was dich hier bei dem Gran Turismo-Spiel erwartet? Überhaupt nicht, ne? Ich sitze das erste Mal davor, ich finde es ganz spannend, aber ich denke mal, das ist viel schwieriger als ein echtes Fahrzeug zu fahren. Ja, das glaube ich auch. Ich erkläre es dir ganz kurz. Wir werden hier bei der PlayStation Gran Turismo zocken, aber ich werde dich natürlich noch ablenken mit zehn fiese Fragen von meiner Redaktion. Okay. Wir machen dir das natürlich nicht einfach. Das heißt, wir haben auch am Ende des Jahres gibt's ein Ranking. Damit wirst du dich natürlich wiederfinden. Ja, ja. Aber komm, genug geredet. Du bist heiß zum Spielen. Ah, ja. Okay, dann gehen wir auf Start. Pass auf, jetzt kommt die erste Frage, die du mir bestimmt beantworten kannst. Wo findet die alljährliche Motorshow Essen statt? Essen. Nee, wirklich? Super. Der Motor eines Käfers sitzt wo? Hinten. Mist, der Mann ist echt gut. Nenn mir vier Teile am Auto, die man tunen kann. Vier Teile? Ja, vier Teile. Motor, Räder, Fahrwerk, Leuchten. Okay, lass ich durchgehen. Vielleicht noch so als Tipp zwischendurch. Du weißt, warum die blaue Linie da auf dem Spiel drauf ist? Das ist wahrscheinlich die Ideallinie. Ja, genau. Ich versuche die ganze Zeit zu. Mit welchem Automodell fährst du gerade im Spiel? Weiß ich gar nicht. Citroën, glaube ich. Weiß nicht. Ja, okay. Nein, Citroën ist okay. Ja? Ja. Wann hat die Lambda-Sonde das erste Mal auf dem Mond aufgesetzt? Was hat die? Ich denke gar nicht. Ja, ist okay. Du bist der Erste, der es auf Anhieb gewusst hat. Wie viel Rückspiegel hat dein Auto? Zwei. Drei. Drei, mit Innenspiegel, genau. Welche Reifengröße hat dein eigenes Auto montiert? 2,25, 35, 19. 2,55, 30, 19. Der Mann hat wirklich Plan. Kannst du mir gerade mal die genaue Uhrzeit sagen? Wenn die irgendwo stehen würde, ja. Ist fies. Ich schätze mal 16 Uhr. Nee, normalerweise habe ich mitgerechnet, dass du eine Uhr anhast. Ich habe aber trotzdem gefragt. Der Manta wurde von welchem Hersteller gebaut? Okay. Verdammt gut. Das richtige Erkennungszeichen eines Mantas-Fahrer war? Fuchsschwanz. Das ist, ja, Fuchsschwanz, ja? Wäre richtig gewesen, klar. Oder Mücken am linken Arm durch das Seitenfenster wäre so, auch... Okay. Ja, genau. Nenne mir drei Fahrzeughersteller. Renault, BMW, Porsche. Perfekt, jetzt muss ich. Pass auf, jetzt kommt die fieseste Frage. Kannst du mir einen Witz erzählen? Welchen? Ob ich einen Witz erzählen kann? Ja, und konzentriere dich immer schön aufs Fahren. Du weißt ja, die blaue ist die Ideallinie. Ja. Ich muss dich ja irgendwann mal zum Anschlag bringen. Ich glaub, der beste Witz ist, wie ich gerade hier am Rumeiern bin. Weil, am Rumeiern bin? Du weißt ja auch, der rechte Fuß ist fürs Gas, ne? Ja, ja. Genau. Leichtmetallfelgen bestehen aus welchem Material? Aluminium. Schön. Dein erstes Auto war? Fiat Panda. Ist wahr? Ja. Ja, aber nicht in Spanien, sondern hier gekauft, ne? Wenn du... Entschuldigung, das war ein Seat. Ein Seat. Panda, glaube ich, gab es denn damals. Ja, richtig. Du kommst mit dem Spiel gut klar, habe ich das Gefühl? Ich fahre ja auch schön langsam. Pass auf, erzähl mir mal deine schlimmste Autosünde. Meine schlimmste Autosünde? Ah, und ich hab's doch hinbekommen zum Drehen.
Was habe ich denn da gemacht? Ja, vielleicht mal ein bisschen gepennt und viel zu schnell gefahren. Aber eigentlich mache ich sowas nicht bewusst. Wunderbar. Wir sind fast mit den Fragen durch. Ich sehe, du biegst ja auch schon hier auf die Zielgerade ab. Jordi, ich bedanke mich, dass du Gast hier bei DocTuning TV warst und gebe ab an den nächsten Beitrag.